Man muss erst mal sagen, ja, den Eltern zu Hause, ja, mit Kevin kann man trotzdem Karriere machen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Olle. Hallo, liebe Zielgruppe. Das ist für euch, weil ihr regelmäßig reinklickt, einschaltet und dabei seid. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe eures etwas anderen Interviewmagazins hier auf eurem Lieblingssender und Lieblingsvideoportal. Wir befinden uns in Grefrath. Viele fragen euch jetzt, hey, Grefrath noch nie gehört. Ist auch unwichtig, es liegt bei Viersen, muss man nicht kennen, muss man auch nicht auf der Landkarte suchen, egal. Wir befinden uns hier bei einer Ausstellung, sie heißt Mehr als nur Plastik. Und worum es geht und warum Dolly Buster nichts damit zu tun hat bei diesem Thema, seht ihr jetzt. Mehr als nur Plastik. Ja. Was bedeutet das? Hier ist Kevin Gröwig. Ja, hallo, ja. Museumspädagoge. Ja, super, man sieht, man muss erst mal sagen, ja, den Eltern zu Hause, ja. Mit Kevin kann man trotzdem Karriere machen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das funktioniert tatsächlich. Ja. Genau, wir sind hier in der Ausstellung, viel mehr als Plastik, im Niederrheinischen Freilichtmuseum. Und in der Ausstellung dreht sich im Prinzip alles um die Actionfigur. Und da hinter dieser Figur tatsächlich viel mehr steht als das Material, aus dem die ist, nämlich Plastik, nennt sich die Ausstellung viel mehr als Plastik. Ja, und was wird hier ausgestellt? Was sind hier die Delikatessen? Worauf können sich die Museumsbesucher noch bis zum 8. September freuen? Also wir haben unterschiedliche Reihen, die wir hier vorstellen. Also wir stehen ja hier gerade beispielsweise vor der Vitrine mit den Masters of the Universe-Figuren. Guck. Wow. Möchte man die jetzt nicht aufmachen, die Vitrine? Ja, reingehen, Schlüssel, spielen? Die Schlüssel haben wir natürlich gut verwahrt. Und ansonsten haben wir Star Wars noch im Programm. Wir haben G.I. Joe, Big Jim, die Teenage Mutant Ninja Turtles und vieles mehr auf jeden Fall, genau. Obwohl, ich glaube mal, die Masters of the Universe, das sind, glaube ich, die meisten, ja, die meisten Besucher, die hinkommen, die wollen bestimmt die Masters sehen. Ja, man merkt, wie ich zum Beispiel eigentlich. Ja, genau, also man merkt das schon, dass die eigentlich am beliebtesten sind, gerade weil die halt auch in Deutschland so bekannt gewesen sind in den 80er Jahren. Und Masters of the Universe ist ein Riesending gewesen und dementsprechend bekannt und beliebt immer noch, ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen das allen was sagt, He-Man, alle schon mal gehört? Kennst du He-Man auch noch? Du kennst He-Man auch, okay, ja, das ist klar. Woher kennst du He-Man, wenn ich mal fragen darf? Fernsehen. Okay, alles klar. Ja, 1982 war es dann soweit. Mattel hat endgültig den großen Durchbruch auf dem Actionfigurenmarkt geschafft. Also Big Jim war ja schon ein Erfolg, aber He-Man ist bis heute eine der erfolgreichsten. Also vorneweg schon mal innerhalb von etwa 4 Jahren, 4 Jahre müssten es ungefähr gewesen sein, haben die mit Merchandise und allem drum genommen extra 1,2 Milliarden US-Dollar an He-Man verdient. Genau. Also einen riesen Umsatz gemacht. Auch hier haben wir wieder eine ausgetüftelte Hintergrundgeschichte, denn man hat ja gelernt, ja, an Star Wars. Hat dann halt einfach diese ganz vielen unterschiedlichen Charaktere dann dazu rausgebracht. Ja? Die hatten dann alle verschiedenste Fähigkeiten und waren ein bisschen anders ausgerüstet. Und es gab natürlich auch wieder zwei große Parteien. Ja, es gab einmal die Heroic Warriors, ja, die um He-Man gekämpft haben. Das waren die Guten und dann gab es noch die Evil Warriors, das waren die, die um Skeletor gekämpft haben. He-Man und Skeletor waren die beiden oder sind die beiden zentralen Figuren. Ja, die haben wir ja da vorne einmal, den He-Man mit dem Pagenschnitt und dem Harnisch und dann haben wir hier diesen Skeletor, ja da sagt er im Prinzip der Name schon, wer das von denen ist. Weil es normalerweise, es ist ja eigentlich ein Museum, ne? Ja. Ein Museum ist eigentlich, da geht man ja, wie gesagt, mit geschlossenen Händen geht man ja so spazieren, flanieren, ja? Und hier sitzen alle auf Knien, beziehungsweise mit den Händen angepatscht und mit diesem Effekt. Das ist natürlich toll, so eine Ausstellung zu machen. Wie kamen Sie auf die Idee? Kevin. Ja, klar, machen wir. Kevin, muss man du sagen. Genau, wir haben die Ausstellung gemacht,
sagen wir mal so, ich habe hier angefangen als Volontär und da macht man am Ende eine Ausstellung, eine erste eigene und das ist jetzt meine und wir haben ein großes Spielzeugmuseum hier im Museum und dementsprechend großen Bestand an Spielsachen auch da und an Spielmitteln verschiedene und unter anderem halt auch wirklich viele Actionfiguren. Also wir haben wirklich viele Masters of the Universe Figuren auch original verpackt und auch da gehabt. Star Wars hatten wir viel da und dann sind wir auf die Idee gekommen, eine Ausstellung dazu zu machen, haben erstmal geprüft, inwiefern kann man das wissenschaftlich aufbereiten natürlich. Wir haben schnell gemerkt, das geht sogar sehr, sehr gut. Ja, haben Aufruf gestartet und dann haben sich diverse Sammler gemeldet. Ich habe über verschiedene Foren Kontakt aufgebaut und so ist die Ausstellung dann entstanden, genau. Was sind denn so die wertvollsten, die sehr wertvollsten Delikatessen, die Sie hier haben? Gibt es hier irgendwie so Figuren, die wirklich viel wert sind? Ja klar, also es sind einige viel wert. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Also Sammlerwert. Sammlerwert, genau, ist ziemlich hoch. Also wir stehen ja, wie gesagt, gerade hier vor der Master of the Universe Vitrine und in der Ecke da beispielsweise, das ist eine sehr seltene Figur. Wie einer schon sagte heute, Michael Jackson. Ja genau, das stimmt, das fiel vorhin. Ja. Die kamen wirklich so in den letzten Atemzügen der Masters of the Universe-Reihe raus. In den so 1987 in etwa wurde nur noch ganz wenig produziert, auch wenig verkauft und ist dementsprechend selten. Und in so einem losen Zustand oder auch noch original verpackten Zustand vor allem wirklich große Geldsummen wert auf jeden Fall. Ja. Also mehrere hundert bis auch im vierstelligen Bereich, genau. Also ich persönlich, ich gebe jetzt zu, ja, ich oute mich jetzt wieder mal, ich bin He-Man. Fan, das hätten Sie jetzt nicht gedacht, nee. Ich weiß, das haben die Zuschauer nicht gedacht, ja, aber ich als Fan würde so eine hässliche Figur, ja, die finde ich persönlich mit He-Man gar nichts zu tun hat, hätte ich auch nicht gekauft. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Also da kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen. Also das ist natürlich immer Geschmackssache, was man sammelt und was nicht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass bei Sammlern hauptsächlich es darum geht, vollständig zu sammeln. So. Und dann muss man natürlich alles haben, was dazugehört. Ob eine Figur einem jetzt gefällt oder nicht. Also man hört ja auch oft genug von Figuren, die nicht so gut ankommen oder auch früher schon nicht so gut ankamen. Beispielsweise dieser Prinz Adam da unten. Aber die werden natürlich trotzdem mitgesammelt, weil die dazugehören. Und man will halt vollständig sammeln. Genau. Obwohl bei Prinz Adam habe ich ja auch nicht verstanden, warum wurde er so in die homosexuellen Schiene reingedrückt? Also in der Serie hatte er nicht solche Klamotten an wie da. Und warum hat er ein rosanes Zauberschwert? Ja, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also das war sehr wahrscheinlich ein verträumter Mann, der es kreiert hat. Star Wars ist eigentlich den meisten Begriff, ob man den Film jetzt gesehen hat oder nicht, aber gehört hat das eigentlich jeder schon mal. Ist ja auch heute immer noch total angesagt bei den Kindern oder wieder, sagen wir. Es gab immer mal so Auf und Abs. Und wie gesagt, Ende der 70er Jahre, 1977, kam der erste Film in die Kinos. Star Wars, in Deutschland Krieg der Sterne. Die Produktionsfirma hat das kleine Unternehmen Kenner ausgewählt, um die Figuren dazu rauszubringen. Und die Idee hier ist jetzt gewesen, nicht eine Figur zu haben mit verschiedenen Outfits, sondern wirklich beinahe jeden erdenklichen Charakter aus diesem Film quasi auf den Markt zu bringen. Ja? Und wenn Sie sich das mal anschauen, es gibt wirklich eine Riesenfülle an Figuren. Also es gab zuletzt dann etwa 100 verschiedene Figuren, also die innerhalb von 5 Jahren etwa auf den Markt gekommen sind. Und der Clou an der Sache hier war die Größe der Figuren. Wie gesagt, zum einen wieder dem hohen Ölpreis natürlich auch geschuldet, zum anderen aber auch, dass man gesagt hat, wir wollen von vornherein auch viele Fahrzeuge rausbringen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, man hat einen 30 cm großen Luke Skywalker, dann muss man ja einen riesigen X-Wing-Fighter beispielsweise auf den Markt bringen. Das funktioniert so nicht. Und da auch gibt es wieder eine nette Anekdote. Da soll bei einer der ersten Sitzungen der Firma, soll man gesagt haben, ja, wie groß machen wir die Figuren? Dann hat einer gesagt, ich würde sagen so. Und dann hieß es, okay, dann machen wir das auch in der Größe. Und so. Beim Thema Sammler, wer sammelt mehr, Frauen oder Männer?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hauptsächlich Männer sind natürlich, die sammeln, so zwischen 30 und 40, das sind so die, auf die man häufig trifft. Es gibt aber auch einige Sammlerinnen, die uns was zur Verfügung gestellt haben, auf jeden Fall, genau. She-Ra. She-Ra hatten wir selber genug da, aber wir haben beispielsweise viel Transformers-Figuren haben wir von einer Sammlerin bekommen. Ja. Und oder beziehungsweise von einem Sammlerpaar, aber da ist ja dann auch eine Frau dabei, genau. Und die Big Jim-Figuren, die sind auch zum großen Teil von einer Dame, die sie gesammelt hat, genau. Ja, damit hat mein Bruder damals gespielt. Naja, toll. Wer kommt jetzt zu Ihrer Ausstellung? Auch da mehr Männer oder mehr Frauen oder Familien? Gemischt. Also es gibt natürlich die Leute, die gezielt zu uns kommen, um sich das jetzt anzuschauen. Das sind auch, ja, wir hören dann häufig, ja, ich gehe normalerweise gar nicht ins Museum, aber die Ausstellung hat mich jetzt angelockt. Das sind auch häufig Sammler natürlich oder man hat halt so nostalgische Gründe, wenn man unser Plakat sieht und denkt, oh Mann, den He-Man, den habe ich doch schon mal gesehen, da gehen wir doch mal gucken. Dann haben wir natürlich Leute hier, die einfach unser Museum besuchen. Wir haben noch viel anderes zu sehen und dann hier in die Ausstellung kommen. Manche gehen dann auch direkt wieder, weil sie sagen, das ist jetzt nicht so mein Thema. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach, das ist ja interessant. So, das wusste ich gar nicht, dass es so viel Interessantes dazu zu erzählen gibt. Und Familien sind natürlich auch hier. Also gerade Star Wars ist zeitlos. Da können die Kiddies quasi immer noch alle Namen aufzählen. Dementsprechend ist bunt gemischt, ja. Aber wir merken schon, dass gezielt Sammler uns aufsuchen. Also wenn man sich das Gästebuch mal anguckt, ob jetzt Berlin oder das Saarland oder so, kommen alle hier zu uns an Niederrhein, um sich mal unsere Actionfiguren anzugucken, ja. Ist vielleicht gar nicht so bekannt, das ist Marshall Bravestar. Ja, das ist der hier oben in der Mitte. Und da war es im Prinzip andersrum. Also da hat Filmation Association gesagt, okay, wir machen mal so eine Fernsehserie. Und Mattel hat gesagt, ja gut, dann bringen wir Figuren dazu raus. Und das Ganze baute sich eigentlich interessanterweise zunächst nicht um den guten Hauptdarsteller, sondern um den bösen Hauptdarsteller aus. Also wir haben hier unten diesen Tex-Hex, so nennt er sich. Und ja, der wurde eigentlich für ein anderes Serienformat erdacht. Ja, also Filmation hat zu der Zeit auch eine Ghostbusters-Serie rausgebracht. Und da gab es dann halt diese Figur und dann hat man aber gesagt, okay, der ist so interessant, den können wir auch vielleicht auch nochmal anderweitig benutzen und hat dann darum dann diese Geschichte aufgebaut und ihm Marshall Bravestar gegenübergestellt, genau. Und da du, ich sag mal sie, ja. Ich sag mal du, sie, ja, sag mal du, sie, sag mal du, sie, die Ausstellung ja alles organisiert hast, bist du nicht angefixt worden? Sitzt du jetzt auf dem Boden, spielst du jetzt mit He-Man und Co.? Also ich bin so auf der Kippe gewesen zwischendurch. Mittlerweile geht's schon wieder. So. Wir clean langsam. Ja, genau, wir clean, genau. Aber zwischendurch war es schon hart an der Grenze. Also wenn wir Figuren angekauft haben, habe ich auch bei manchen überlegt, ach, die vielleicht bezahle ich die gar nicht aus dem Ausstellungsbudget, sondern selber, dann kann ich die am Ende behalten, so ungefähr. Und musste halt auch so schon mal gucken, als ich dann gesehen habe, was es überhaupt alles noch zu kaufen gibt. Das sind, man muss ja sagen, es sind auch die Helden meiner Kindheit teilweise dabei. Das muss natürlich journalistisch muss das jetzt kommen. Ja, genau. Also ich habe natürlich auch mit He-Man gespielt, aber vor allem mit Teenage Mutant Ninja Turtles und den Dino Riders. Also die waren natürlich ganz groß bei mir. Deswegen auch so spannend, das Ganze mal aus einer wissenschaftlichen Warte jetzt zu betrachten. Nee, und ich sammle jetzt nicht, aber ich habe schon die Zeit genossen, sagen wir mal so, ja. Genau. Und die Kollegen hatten natürlich auch ihren Spaß, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch saß, die Figuren waren alle vor mir aufgebaut und ich sagen konnte, ich arbeite hier gerade ernsthaft, ich spiele nicht, auch wenn es so aussieht. Die Ausstellung heißt ja viel mehr als Plastik. Plastik ist natürlich ein riesiger Oberbegriff. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Plastik und Actionfiguren werden auch aus ganz unterschiedlichem Plastik hergestellt. Da gibt es dann die verschiedensten Spezialbegriffe für. Und hier kann man eigentlich mal schön sehen, wie das Ganze so, wie so eine Figur eigentlich entsteht. Also es fängt natürlich immer an mit einer Skizze. Und dann wird daraus erstmal ein Prototyp gebaut, ja. Also der kann dann zum Beispiel aus Wachs sein, so wie wir das hier haben, bei den Transformers, ja. Und wenn Sie mal schauen, also die sehen dann nachher ja tatsächlich auch so aus. Also der linke Arm, das ist die Figur, die hier oben original verpackt liegt. Und es werden dann erste Testshots gemacht, so nennt sich das, ja. Da haben wir hier einen von den Dino Riders, da guckt man erstmal, ist das Plastik das Richtige, sind die Formen auch vernünftig. Und dann geht das Ganze irgendwann in Produktion. Manchmal merkt man, okay, es ist nicht so dolle, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist hier bei diesem Boba Fett ganz schön zu sehen. Auch eine Figur aus dem Star Wars Universum. Bei dem war es ursprünglich so, dass er seine Rakete abschießen können sollte, die er auf dem Rücken hat. Dummerweise gab es aber, kurz bevor er auf den Markt kam, vorher in einer anderen Actionfigurenreihe einen Unfall mit gerade so einer Rakete, dass sich ein Kind damit verletzt hat. Und dann hat man gesagt, okay, alles klar, da müssen wir irgendwie einen Riegel vorschieben und dann hat man die Rakete einfach nur hinten dran befestigt. Es tauchen immer wieder Figuren auf, bei denen man die Rakete abschießen kann. Da sagt man, hier, das ist eine ganz seltene, aber da handelt es sich wohl zu 99% um Fälschung, weil die eigentlich niemals das Werk verlassen haben sollen. Genau.
Das Thema Recycling hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Mattel war da ganz groß drin. Also hier haben wir drei unterschiedliche Tiger, die alle von Figurenreihen von Mattel sind. Wir haben hier einmal Battle Cat, das ist das Reittier von He-Man. Dann haben wir Pantor, das Reittier von Skeletor. Da kann man schon ganz schön sehen, das ist das gleiche, nur anders angemalt oder mit anderem Flocken versehen. Und in der Mitte dieser Tiger, der stammt aus der Big Jim-Reihe. Der war bei einem Abenteuerpaket dabei und Big Jim, ne, müssten Sie jetzt ja wissen, ist ja älter als He-Man und dann stellt man sich das so vor, wir brauchen noch ein Reittier, okay, wir haben da noch eine Gussform von einem Tiger liegen, nehmen wir doch mal die, malen den anders an. Deswegen sind die Proportionen auch ein bisschen falsch. Also der Tiger ist eigentlich ein bisschen zu groß für He-Man, er könnte ein bisschen kleiner sein, aber da kann man ja dann ein Auge zudrücken. Ja, wie geht's jetzt weiter mit der Ausstellung? Die ist so bis zum 8. September und dann nie wieder mit, wie Olli mal an der Kamera sagt, mit Püppchen spielen und Püppchen ausstellen? Nicht mehr? Nee, genau. Also es werden einige Figuren natürlich ihren Weg auch in unser Spielzeugmuseum finden. Da sind jetzt auch schon welche drin. Das gehört ja dazu. Ist ja auch schon historisches Spielzeug. Immerhin wird die Actionfigur nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und einige werden sich dann da finden, aber natürlich in einem viel kleineren Ausmaß als jetzt hier. Und ich sag mal, die Hälfte der Figuren, die wir hier haben, stammt eh von Sammlern. Die kommen dann wieder zurück. Die warten noch alle schon darauf, dass sie ihre Vitrinen wieder bestücken können. Und dann ja, sind die schönen drei Monate Nostalgie quasi vorbei hier, ja. Oh. Mit einem Lachen und einem weinenden Auge. So sieht's aus, so sieht's aus. Okay, ich bedanke mich, Herr Gröwig. Ja. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Kommt gerne hier ins Kreismuseum Viersen. Ja, genau, Niederrheinische Freilichtmuseum. Ja, so viel Zeit muss doch sein, ja. Und es gibt auch ein schönes Buch, was Sie mir geschenkt haben, ne? Wo ihr 94 zahlen müsst, habt der Bundesmoderator jetzt das umsonst bekommen, ne? Gratis. Viel mehr als Plastik. Ist sehr zu empfehlen, ne? Homepage haben Sie da auch? Ja, wir haben im Moment noch einen Blog laufen, auch viel mehr als Plastik, mit Bindestrichen dazwischen. Da gibt es nochmal Infos zu Actionfiguren und auch zur Ausstellung und auch wie das Ganze so entwickelt hat. Und darüber kann man auch natürlich das Buch bestellen dann, genau. Getreu nach dem Motto Bock auf Blog, ja, unter www.vielmehralsplastik.de, damit Bindestriche dazwischen. Ja, genau. Aber jetzt nicht mal reinschreiben. Ja, Achtung, jetzt kommt das Geheimnis, das wusste noch keiner vor den Fans, ja, hier. He-Man trägt Latze normalerweise. Und normalerweise fungiere ich auch als Birgit Schrowange extra, das Magazin bei RTL am Montagabend. Und wir deckten wieder auf, He-Man ist Perückenträger. He-Man ist wirklich in Wirklichkeit ist er ein Loser. Arschloch. Tschüss. So, liebe Zielgruppe, das war nun unser Besuch hier in Grefrath zu unserer viel mehr als Plastikausstellung 2013. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt He-Man, Star Wars, She-Ra, Bravestar und was weiß ich, habt ihr genügend kennengelernt und entdeckt vielleicht euer Hang zum Sammeln von Actionfiguren. Mir war es natürlich wieder ein Fest. Ich bedanke mich hier für das Freilichtmuseum in Grefrath bzw. Viersen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und falls ihr mich abonnieren wollt auf YouTube, tut dieses. Oder falls ihr Fan werden wollt bei Facebook, tut dieses auch. Ja, und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und einem Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.